warum glaubst du, dass deine Meinung Frauen geschützt ist? Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es noch nicht, ob ich gewinnen werde oder nicht. Aber ich hoffe es, weil ich gegen Robin spiele und ich da ganz gute Möglichkeiten sehe. Wenn ich seine Klamotten so anschaue, dann glaube ich, dass da gerade was farbliche Gegebenheiten angehen, er sehr große Probleme hat, das einzuschätzen. Also von daher bin ich sehr, sehr gute Dinge. Also erstmal weiß ich nicht, was er mit seinen Klamotten hat. Er zieht gerade da eine Rentierbrille auf. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Ich finde, ich bin modisch sehr gut ausgerüstet hier. Ich glaube allerdings, dass ja, weder mein Baum noch Bennos Baum gut werden. Ich hoffe einfach nur, dass seiner noch schlechter wird als meiner. Fangen wir mal an hier mit der tollen Lichterkette. Das sieht schon wieder toll aus. Ich sehe das schon. Oh. Oh, du nimmst wieder die weißen Kugeln, du Hund. Du Hund. Welcher Blinde hat denn das eingepackt? Mal für die Menschen hier, das sollte ein Gesicht sein. Das ist die Nase, die ist abgefallen. Ich glaube nicht meine Kugeln. Super Bock. So, ich sehe meine Schwester und meine Mutter zu Hause auch mal, dass ich das auch eigentlich kann. Dass ich mich da nicht immer vor drück. Viel hilft viel. Glitzerkugel. Glitzer, so ein Scheißdreck brauchen wir nicht. Aber. Glück. Und Benno, wie läuft's? Ich bin zufrieden. Ja? Ja. Habe ja gar nicht zu befürchten, wenn du zufrieden bist da drüben. Wunderbar. Brauchst du das alles noch, das hier, ganze Lager? Schenke ich dir, wirklich. Nee. Ein paar Kugeln brauche ich noch, glaube ich. Alter, deiner sieht nicht schlecht aus. Lieber Scholli. Ja, das ist das Problem hier. Wie kriege ich das befestigt? Oh. Was ist hier denn? Ja, bei mir ist hier ein bisschen viel los. Ich finde, du hast sowieso ein bisschen übertrieben. Das hat Marlon gemacht. So ein blinder Verpackt, wirklich. Das von Marlon? Ja. Oder Philipp Clement. Aber ich glaube eher Marlon. Ja, also ich glaube. Mehr will ich da gar nicht machen. Wie man da rechts ganz deutlich sehen kann, ist, dass man sich diesen Baum schön trinken soll. Moment. Achso, hier ist noch frei. Das ist ja gar nicht. Was kommt da hier, ne? So. Hammer. Das war's.
Wie zufrieden bist du denn mit deinem Bauch? Ich bin schon zufrieden. Also das, was man so hatte, glaube ich, gut eingesetzt. Ich weiß, der Robin hat da ein bisschen mehr unten aufgetischt, aber ich hoffe, dass mehr der Fokus auf das obere liegt. Und wie gesagt, ich glaube, da hat jemand was vor am Heiligabend. Und ich hoffe, ja, dass sie für mich votet bzw. kommentiert für diesen tollen Baum. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Baum. Ich muss gestehen, recht, der ist auch nicht verkehrt. Aber meiner ist besser, weil man muss natürlich auch sehen, was unter dem Baum liegt. Ne? Weihnachten, da will man seinen Mitmenschen eine Freude machen. Und da habe ich natürlich die besseren Möglichkeiten. Habe natürlich ein paar mehr Geschenke, habe für den einen oder anderen was zu trinken. Und als Goodie on top natürlich noch zwei handsignierte Autogrammkarten von unserem Co-Trainer Sascha Franz. Die sind überall vergriffen, aber ich habe noch zwei von ihm bekommen und die habe ich natürlich auch noch dazu gestellt. Und wenn ich gewinne, werden die natürlich dann auch noch unter die Leute gebracht. Wenn uns auf die Abstimmung, schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch mein Baum besser gefällt, wenn euch Bennos besser gefällt, schreibt das nirgendwo hin. Und wir freuen uns dann auf das Ergebnis. Ach so, ja, ich freue mich auch auf das Ergebnis. Votet da fleißig und wünschen euch natürlich frohe Weihnachten und ja, ein besinnliches Fest.